und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissenick TV. Zum ersten Mal nach Corona, nach dem Lockdown, haben wir heute einen ganz besonderen Gast, den Luca von Borussia Mönchengladbach. Luca, stell dich doch kurz mal selber vor. Ja, ich bin der Luca, ich bin der Co-Trainer in der U13 von Borussia Mönchengladbach, mittlerweile auch schon in meiner fünften Saison ab dem Sommer und ja, 27 Jahre alt und ich freue mich hier zu sein und das Interview zu führen. Sehr gut. Ihr habt heute hier Leistungsvergleich gespielt. Wie kam das denn zustande und wer war so dabei? Wie fandest du das Niveau generell? Der Kontakt lief über den Cheftrainer von uns von der U13, den Oliver Schöpp. Wurden hier eingeladen, sind dann die 2,5 Stunden gerne mit dem Auto gefahren, bei dem super Wetter auch. Die Anlage, die sie angekommen sind, top mit dem Stadion, guter Rasenplatz. Kabinen konnten wir nutzen, die Jungs sind jetzt duschen und lief wunderbar. Vom Niveau her auch sehr gut, Eintracht Frankfurt war dabei, ihr wart dabei, Schweinfurt, schönes Niveau und drei gute Spiele. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Weg. Kommen wir gerne nochmal wieder. Was sagst du generell so zu Wisek? Kanntest du Wisek vorher schon oder war das wirklich jetzt erstmal neu? In Frankfurt war ich öfters, das ist ja noch ein bisschen weiter weg. Gießen, Wisek kenne ich nur so von der Landkarte, jetzt das erste Mal hier gewesen. Schöne Ecke, kann ja nicht sonst viel zu sagen, aber wie gesagt, auf die Anlage hier für einen Amateurverein echt top, wunderbar, sieht super aus und ja. Okay, dann bedanken wir uns bei dir und wir hoffen auf weitere Vergleiche und vielleicht seid ihr auch bei unserem Hallenmasters ja dabei und wünschen euch noch eine gute Heimreise, ja, und bis bald. Ja, gerne, wie gesagt. In der Zukunft immer wieder gerne. Wir sind eh in der Ecke hier öfters mal unterwegs und wenn es passt, kommen wir gerne nochmal hier.